Thorsas Säulen, um die Monotonie der den Kreuzgang begrenzenden Säulenreihe zu durchbrechen, finden wir diese vier sogenannten Thorsa-Säulen. Was bedeutet diese Neuheit? In erster Linie soll eine praktische Frage gelöst werden, mitten in der Galerie eine stabilere Säule zu errichten. Vielleicht soll es auch die sagenumwobene Hauptstadt hervorheben, die sie tragen, leider sehr verfallen und in der triumphale Einzug Jesu in Jerusalem, die Fußwaschung und das letzte Abendmahl dargestellt wird. Es könnte auch ein Weg sein, den Beginn der Arbeit eines neuen Steinmetzmeisters hervorzuheben. Auf jeden Fall befinden wir uns vor einer sehr gelungenen künstlerischen Arbeit, bei der alles gerne fixiert wird.